Ja, vielen Dank, Herr Präsident und meine Damen und Herren. Man kann es ja noch mal ein bisschen deutlicher sagen, was Herr Dr. Altug gemeint hat. Es ging auch um Önhausen, was als Grünfläche in Weidenkleen drin war, aber wir haben es nicht umsetzen können. Die Linksfraktion wird heute den vom Senat beschlossenen Änderungen des Landschafts- und Artenschutzprogramms auch zustimmen. Uns ist bewusst, dieses strategische Planungsinstrument soll unsere natürlichen Lebensgrundlagen und die der wild lebenden Pflanzen und Tiere berücksichtigen, sowie Erholungsflächen für die Stadtbewohner, Lufthygiene und Klimaschutz sichern helfen. Wir wissen, Grund und Boden ist auch für Grün- und Freiflächen begrenzt. Wir erfahren es ja ständig beim Wohnungsbau, aber auch für Grün- und Freiflächen gilt das Gleiche. Wer aber genau hinsieht, erkennt schnell, dass im Naturraum gar keine ungenutzten Flächen existieren. Überall kraucht und fleucht es, also hinschauen lohnt. Die Qualität der natürlichen Flächen wird durch Umnutzung und Eingriffe von Menschen bei oft unzureichender Folgenabschätzung verändert. Und der Wert der Flächen wird immer noch viel zu oft durch Verwertungskriterien der Immobilienwirtschaft bestimmt. Meine Damen und Herren, es ist der Kampf um Grund und Boden, ein Kampf der Interessen Betongold gegen grüne Infrastruktur der Daseinsvorsorge. Und darüber kann der Versuch, über symbolhafte Grünverbindungen von Erholungsflächen und Biotopen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gegenzusteuern, nicht hinwegtäuschen. Meine Damen und Herren, wir brauchen die Neuauflage des Landschafts- und Artenschutzprogramms als parlamentarische Selbstverpflichtung, aber auch als Korrektiv und Arbeitsauftrag an die Menschen in den Verwaltungen und in die Planungsbüros für ein verantwortungsvolles, enkeltaugliches Handeln. Und wenn ich Handeln sage, dann bedeutet das auch, nicht nur Strategien und Programme aufzustellen, davon haben wir ja schon einige, sondern endlich auch fachgerechte Finanzen einzuplanen, Maßnahmen fest und umzusetzen. Meine Damen und Herren, die vor kurzem gestartete Kampagne Berlin immer grün, der Umweltverbände einschließlich des Landesverbandes der Berliner Gartenfreunde, kann neuen Schwung in die notwendige Stadtdebatte über die Nutzung, Pflege und Sicherung von Flächen der grünen Infrastruktur sowie über die Wirkung von Ökosystemen bringen. Die Linke wird diese Kampagne unterstützen. Zu Schwerpunkten dazu haben wir auch hier schon Anträge gestellt. Ich erinnere gern noch mal an unseren Antrag zum Kleingartenentwicklungskonzept, den Bahnflächenantrag sowie die Anträge in den Haushaltsberatungen zur Verbesserung der Wasserbewirtschaftung und der Verfahren zur Festsetzung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Der dringliche Entschließungsantrag Leitlinien für ein grünes und partizipatives Wachstum der Stadt geht mit den Forderungen für eine verbindliche und partizipative Stadtentwicklung in eine ähnliche Richtung. Grundlagen gibt es mit den Planungshinweisen in der Karte Klima von 2015, den integrierten Umweltgerechtigkeitskarten und nun auch mit dem Landschafts- und Artenschutzprogramm. In voller Verantwortung gegenüber Natur und Umwelt sehen wir diese Aufgabe als eine gesamtstädtische und gesamtgesellschaftliche. Deshalb erwarten wir auch den aktiven Einsatz des ganzen Senates für das Landschafts- und Artenschutzprogramm. Herr Geisel, Sie müssen sich durchsetzen gegenüber all den anderen Ressorts. Vielleicht gelingt es dann beispielsweise, die Grünflächenversorgung der Berliner von heute gerade mal 72% nachhaltig zu verbessern. Daran sollten wir auch gemeinsam arbeiten. Vielen Dank.